Bevor es jetzt mit der Com-Com-Show losgeht, wollen wir noch einmal ganz schnell hier eilmeldungstechnisch was verkünden. Wir sind Platz 5 in den Charts. Ab Freitag offiziell. Es ist wirklich unglaublich, ab Freitag offiziell jetzt schon für euch. Riesen halt dein Maul! Danke an euch alle und ja, jetzt halte ich mein Maul und würde sagen, herzlich willkommen zur Kommentare Kommentiershow! Ja, schön, dass ihr alle wieder dabei seid bei der unfassbar geilen, großartigen Kommentare Kommentiershow, in der wir eure Kommentare kommentieren. Und heute zu diesem Video. Halt dein Maul! Morgen, Männer! Schön, dass ihr alle bei der Arbeit seid. Ja, das war natürlich schon sehr gemein gegenüber der Deutschen Sorry, Bahn. Deutsche Bahn, also ihr seid eigentlich wissen, immer dass ihr eigentlich. Halt dein Maul! Nee, aber ja, es ist ein bisschen satirischer Touch gehabt, das Ding. Vielleicht hatten wir ja auch persönlich Probleme. Aber ihr könnt ja zum Video da kommen und irgendwas in unser Community-Buch schreiben, Deutsche Bahn. Da würden wir uns freuen. Was für eine Überleitung. Crazy Überleitung. Ja, wir hatten nämlich eine Idee für den Videoday für alle von euch, die da sein werden. Wir dachten uns, wir geben immer Autogramme und haben da echt keinen Bock mehr drauf und werden dieses Jahr keine Autogramme geben, stattdessen werden ihr uns Autogramme geben. Nein, das stimmt natürlich nicht ganz. Wir werden euch natürlich auch Autogramme geben. Aber wir würden uns sehr freuen, wenn ihr in dieses Community-Buch reinschreibt. Und zwar... Viele Seiten, alles leer. Hat das relativ viele Seiten. Wir werden das dahin tun, wo unser Stand ist. Unser Stand ist. Und dann könnt ihr da alle reinschreiben. Für die kommen. Am Stand gibt es auch Merch. Wir haben ja heute schon 2 T-Shirts an, 2 Exemplare. Die könnt ihr da auch kaufen. Auch von euch nochmal hier die Frage. Schreibt es in die Kommentare, was für Designs wünscht ihr euch. Hipster 2.0 werden wir noch ein T-Shirt. Haben wir schon ein T-Shirt-Design? Ja, haben doch nicht. Ich würde sagen, wir schreiben auf die allererste Seite mit unserer Unterschrift und danach kommen die Community. Ja, dann komm, dann mach hier. Da. Zur letzten Seite. Okay. Nee, hier muss Pimmel stehen über das ganze Buch. Ja, okay, das schreibe ich kurz hin. Ja. Und ihr könnt ja schon mal den ersten Kommentar vorlesen. Wie sieht sie mit dem Schnurrbart aus wie ein Pornostar? Shake your booty, baby. Bin ich doch! Es stimmt wirklich, diese. Siehst so pornös wannabe, aus. Wannabe. Das ist der pornöseste Bart, wannabe, den ich jemals gesehen habe. Ist doch geil, oder? Ey, du, ganz ehrlich, wenn ich Bartwuchs hätte, ich würde nur mit so einer Rotzbremse rumlaufen. Ja, du schaust so aus. Pass auf, wir haben hier YTC für euch ein kleines Bild. Shake your booty, baby. One more time. So schaust du mit Rotzbremse aus. Das schaut so strange aus. Bei dir, da haben aber auch alle geschrieben, du schaust aus wie ein Pornostar. Das ist der Pornoname, wenn du einen hättest. So, meiner wäre TC Longpimmel. So, und hier unterschreiben wir noch und dann haben wir unser Ding. Ja. So, und das jetzt nochmal 5000. Wir haben 5000 Community-Bücher über am Video-Deck verteilt. Haben wir? Echt? Nö. Was kann man bei der Deutschen Bahn verbessern? Alles. Nee. Ja, ist auch eine Meinung. Nee, man muss ja dazu auch sagen, ne, jeder schimpft über die Deutsche Bahn. Nur wenn es sie nicht gäbe, dann wäre auch wieder jeder. Aber trotzdem benutzt wir jeder. Zum Beispiel Bahn fahren und dann noch uns so drüber aufpissen, das ist auch mal wieder, ne? Das ist mal wieder typisch White Hit. Das ist hier immer große Klappe und nichts dahinter und immer alle parodieren und nicht einstecken können. Falsch! Bei uns läuft das anders. Wir können auch einstecken. Wir haben viele Parodien auf Halt dein Maul. Was geht denn heute mit Überleitungen? Und die sind alle fantastisch und das auch nochmal, weil wir öfter Kommentare, also ich habe ein paar Kommentare gelesen, wo die Leute geschrieben haben, ja, verarscht nicht White Hitty und so weiter. Tut es! Bitte! Tut es! Es gibt nichts, was wir mehr lieben, als wenn ihr uns verarscht und diese Parodien, die wir gesehen haben, finden wir alle großartig. Danke an alle, die uns parodiert haben. Die Playlist ist in der Infobox. Tizi sollte immer so rumlaufen, das macht ihn glatt 20 Jahre älter. Ja, ich finde, ich schaue aus wie so ein Dieter, ne? Ich fände es jetzt geil, wenn du noch so ein bisschen...